Hallo und herzlich willkommen zurück bei MadTV. Ich habe gleich nach der Folge direkt mir gedacht, ich nehme weiter auf. Wir sind ja gerade bei der Marslandung, die uns ganz ordentlich Zuschauer bringt. Auch von der Quote her doch weit über, wo wir weit über den Gegner sind. Wir haben eigentlich heute, mit Hotel waren wir besser, mit dem Trend haben wir aufgeholt, Marslandung. Das heißt, heute bis jetzt ein sehr guter Tag. Zeit werde ich mal vorspulen. Werden wir uns da das Geld abholen. Einkaufslisten habe ich mir auch geholt, das heißt, sobald Geld da ist, werde ich auch dann wieder runtergehen in den Supermarkt. Nochmal eine Steigerung auf 60%. Wenn das so ist, werde ich mich auch noch nach besserer Werbung umschauen. Weil die passt, aber die zwei Blöcke, da haben wir eh noch 5 Tage für Coca-Cola gesamt gesehen. Sollten wir uns auf jeden Fall was für 50 Millionen noch holen für die anderen zwei Blöcke. Ideal wäre natürlich was mit 2x50 Millionen. Bin mir aber nicht sicher, ob es da einen entsprechenden Werbevertrag gibt. Ansonsten immer wieder sowas mit 4x. Beziehungsweise war ja da auch einer mit 3x in 3 Tagen. Nehmen wir den mit. Den kriegen wir heute 2x durch. Bringen ihn dann quasi dann morgen noch einmal. Da werden wir sicher auch noch was Passendes finden, was wir uns ersteigern können. So, wo ist er? Delikat. Haben wir den raus. Schmeißen wir da auch den raus. Schauen wir nur, ob das jetzt... Ist jetzt wirklich den richtigen, ja doch, Delikat, 50 Millionen, das passt. Und da haben wir hoffentlich den 25 Millionen, sonst müssten wir halt irgendwas anderes reinschmeißen. Gehe ich noch ins Nachrichtenstudio, bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich da jetzt schon drin war. Oder ob wir da noch was umstellen müssen, na, schaut gut aus. Aber so eben so live, speziell so Live-Übertragungen als steigerte, das war eigentlich immer eine gute Möglichkeit, um hohe Zuschauerzahlen zu bekommen, also auch eine gute Quote. Wir haben immer noch die 90 Millionen, 60%. Das ist ja spitzenmäßig. Wir da nicht wirklich Quote verlieren. Werde ich da noch die neuen Sachen gleich wieder, die neuen Nachrichten einbauen. Schau rauf in die Filmagentur, um uns für morgen entsprechend gleich wieder was zu ersteigern. Was hätte man da im Angebot? Da hätte man Friedhof der Kuscheltiere. Das wäre ein Actionfilm. Action wäre ja angesagt. Beziehungsweise, okay, Robin Hood ist nicht voll. Der bringt wenig. Komödie ist jetzt auch nicht.
Es war einmal Amerika, Monumentalfilm. Ja. Den nehmen wir. Vier Blöcke, den nehmen wir mit. Da ist sicher was möglich. Geht's ab in den Supermarkt, die ganzen Einkaufslisten durchgehen. Okay, da ist schon jemand. Drehbedarf. Ja, man sieht jetzt auch, ich habe da mehrere Einkaufslisten, vier Stück. Die kann man auch einzeln anklicken, am Universum der Wunder, Nachbarn, der Finger am Abzug, genau, die ich ja zweimal mitgenommen. Dann stelle ich gleich mal hier das Ganze ein für den Finger am Abzug. Da holen wir uns wieder mal den Top-Schauspieler, dann nehmen wir uns den dazu. Dann war er da, waren da, genau, dann war er noch, den haben wir auch immer dabei gehabt. 8,5, gut, den nehmen wir auch noch mit. Und dann war ja da oben, genau, der noch, dann das Gefängnis. So, Gefängnis haben wir schon. Straßenzug. Okay, das passt. Okay, dann werden wir da auch gleich uns die Leute holen. Ah, die Quote haben wir hier ein bisschen verloren, aber immer noch über 50 Millionen. Das heißt, wir brauchen da nichts nachjustieren. Wüste, natürlich Deluxe-Wüste, Special-Effekte. Okay, in der Folge brauchen wir diesmal gar nicht so viel. Muss da leider immer wieder rausgehen. Dann wieder neu reingehen für die ganzen Sachen. Was haben wir da? Nachbarn. Dann werden wir natürlich auch schauen, dass wir wieder unsere besten Schauspieler aufbieten. Dann braucht man eine gute Schauspielerin. Ah, da nehmen wir sie gleich. Braucht man sonst noch was? Da braucht man noch eine zweite Schauspielerin, können wir sie nehmen. Gut, dann kommt er noch. Und er wird noch mitgenommen. Wohnzimmer, Küche, gut. Das passt. Schauen wir noch mal. Ah, okay, wenn ich ihn anklick, dann kann ich da direkt doch in die anderen Einkaufslisten zurückgehen. Dann machen wir das auch gleich. Achso, da braucht man Alien. Schauen wir mal, wer ist denn der beste Alien? Oh, nehmen wir den. Schauspielerin. Noch ein Alien. Haben wir noch mal eine Schauspielerin. Da können wir sie noch nehmen. Special Effekte natürlich auch nur das Beste. Dann Planeten. Raumschiff darf natürlich nicht fehlen bei einer Science-Fiction-Serie und das Weltall. Was sagt er? Alles grün.
Nachrichten habe ich jetzt nicht geschaut, ob es da noch welche gegeben hätte. Oder was verpasst. Na, in dem Fall gab es eh nichts. Gut. Dann klappern wir jetzt die ganzen Studios ab, eins nach anderen. Und geben überall die Produktionen in Auftrag. Uns. Dann starten wir. Übermorgen abgeschlossen. Dann fahren wir zum nächsten. Schauen wir auch, was sagt er. Fabelhaftes Resultat. Starten, übermorgen 15 Uhr abgeschlossen und dann gehen wir noch ins letzte Studio. Resultat starten wir auch übermorgen 17 Uhr. Dann, wenn wir schon da sind, Werbeagentur, weil die 25 Millionen gehen sich hier nicht aus. Vielleicht gibt es ja doch irgendwas. Love Story oder Komödie, also das ist eh zu viel. Ich hasse das teilweise. 1000 Strafe, wenn wir das nicht bringen, gibt es irgendwas, was keiner will. Hey, ja. Halbe Million, ja wurscht, nehmen wir den. Schauen wir mal, ob wir was Gescheites nachkriegen. Ah, jetzt ist er drin, jetzt müssen wir wieder warten. Dann werden wir halt irgendwas reinsetzen. Mann, was haben wir denn da so? Ach wurscht, bringen wir Bike Shop. Bringen wir einmal 5000, ist zwar lächerlich, aber was soll's. Zwischenspeicherung, wenn wir jetzt doch einiges gemacht haben. Auf jeden Fall unsere Serie einstellen, Hotel. Wir haben leider jetzt sonst halt nichts, was wir hinterher bringen können, weil die Serien brauchen alle noch, bis sie abgedreht sind. Mal eine Doppelfolge ausstrahlen vom Hotel und schauen, wie wir damit fahren. Ah ja, Sammy haben wir geholt. Hat sich ausgezahlt, die Kultursendung, die zwar wenig Quote hatte, zu bringen. Attentat, die Volksrepublik.
Das sollten wir uns auf jeden Fall merken. Da könnte man wieder ein paar Schweinereien machen. Den Bombenattentäter umlenken. Sehr schön. Das passt. Okay, da müssen wir Strafe zahlen. Ansonsten, was haben wir gesagt? Genau, Finger am Abzug, da haben wir noch keine neue Folge. Dann machen wir heute mal Hotel zweimal. Bringen da wieder den Cola, dann noch einmal den Cola. Gut, der muss sich noch erholen. Aber wir haben ja, was haben wir gesagt? Genau, es war einmal Amerika. Da haben wir den. Da kann man uns Geld holen. Und zum Abschluss. Gut, was kann man da noch? Ja, wir könnten den Finger am Abzug quasi so eine Wiederholung machen. Das wäre ja okay so. Am Ende. Das sagt sicher keiner was dagegen. 2 bis 2 bis morgen Abend. Bitte keine Show, Krimi oder Western-Serie. Oh. Was ist das für eine Serie? Ah, das ist eine sonstige. Gut, da könnte man das ja bringen. Wo war denn der jetzt? Der Schneider. Show, Krimi, Western. Will er nicht? Dann packt man da rein. Bringen wir da die ganzen Coca-Cola Sachen, so viele es geht, durch, beziehungsweise bei Es war mal Amerika können wir da noch umjustieren und schauen, wie hoch die Quote ist, wenn wir die 50 Millionen durchwegs halten oder halt bringen können, dann kommt es sich einiges zusammen. 25,6 Millionen. Das ist ja fast eigentlich wenig heute. 17%. Was bringt er als Konkurrent? Der einzige Zeuge. Ja. Also sonstige Serie rennt da jetzt auch nicht ganz so, aber man sieht, auch wenn wir jetzt verloren haben, dadurch, dass wir den Semi geholt haben und gestern gut Quote gemacht haben, das können wir uns da eh anschauen, bis auf den letzten Block haben wir gestern überall dazu gewonnen. Ja, also da kann man nichts sagen. Aber da sollte man eventuell auch noch nachjustieren. Bei den Serien. Wobei wir morgen dann auch schon unsere eigenen Serien haben. Sie werden ja morgen ein paar fertig, könnte man vielleicht da was bringen. Was gibt es denn sonst hier so im Angebot? Platoon, das wäre Action. Action, Monumental, Science Fiction. Platoon wäre Möglichkeit. Robin Hood, König der Diebe, aber der ist halt sehr billig. Oder halt, ja. Der ist sogar jetzt zweimal drinnen. Crocodile Dundee, Komödie. Das wäre auch was in 5 Tagen. Mike Tyson, Muhammad Ali. Das bringt sicher auch ordentlich Quote. Love Story. Wow. War jetzt nicht so viel dabei. Die
beziehungsweise kann man später immer noch darauf zurückkommen. 13,5 Millionen. Ups. Habe ich da die Nachrichten komplett übersehen? Das sollte natürlich nicht passieren. Dass man da quasi Nachrichten übersieht. Okay, dann müssen wir das da doch etwas anders machen. Haben wir da noch irgendwas? Nö. Dann braucht man da eigentlich jetzt eine neue Werbung. Ja, man darf sich nie irgendwie ablenken lassen und dann auf das Wichtigste vergessen. Man sieht einmal keine Nachrichten aktualisiert und schon ist die Quote im Eimer. Und dann nehmen wir den mit. Machen wir so und packen wir da den Labaguette rein. Und bringen dann noch einen, zumindest einen Schneider bei Es war einmal Amerika. Jo. Ansonsten sehe ich, es ist wieder Zeit für eine Pause. Ich bedanke mich beim Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge von MedTV. Tschüss!